Wir sind Tomke und Jakob. Und wir leben 6 Monate des Jahres hier in unserem wunderschönen, kleinen, aber feinen Zuhause auf 4 Rädern und reisen damit durch Europa. Wir arbeiten hauptberuflich seit jetzt fast 9 Jahren, im Januar glaube ich sogar schon, als Fotografen. Sprich, ich bin eigentlich der Fotograf und meine Frau ist jetzt schon sehr lange mit dabei und hilft mir bei der Bearbeitung und bei den ganzen organisatorischen, bürokratischen Sachen. Wir sind in den letzten 3 Jahren schon ziemlich rumgekommen, also vom Norden Skandinaviens bis in den Süden Europas, also Griechenland, Italien, Bulgarien haben wir mitgenommen. Und ja, vor allen Dingen so der Norden Europas hat es uns aber auch ganz schön angetan, da waren wir auch schon einige Male. Wir reisen hauptsächlich, weil wir einen unheimlichen Drang nach Freiheit haben, deswegen auch der Van, weil wir mit unserem Van halt eigentlich immer in der Natur stehen können und wirklich sozusagen in der Natur leben können. Und mit der Natur. Mit der Natur und dabei trotzdem noch sehr viele Annehmlichkeiten und Komfort haben. Ja, man muss nämlich an dieser Stelle sagen, unser Van ist komplett autark. Also da haben wir beim Ausbau sehr darauf geachtet, dass wir so lange wie möglich an einem Stellplatz stehen können, mitten in der Natur. Also wir haben sehr viel Solar auf dem Dach verbaut, wir haben 2 große Versorgerbatterien, 2 Dieselstandheizungen, gerade so für unsere Winterexpedition. Ja, in den Norden sind die auf jeden Fall unerlässlich. Also genau, und wir haben sehr viel Wasser immer mit an Bord, sodass wir quasi eigentlich alle 2 Wochen nur mal Wasser auffüllen müssen. Genau. Und das können wir theoretisch sogar aus jedem See oder Fluss machen, mit Hilfe von Wasserfiltern und Pumpen. Das Allerschönste am Vanlife ist diese Freiheit, also diese Flexibilität, sein Zuhause immer dabei zu haben. Du stehst an den schönsten Orten der Welt und hast einfach dein gesamtes Zuhause dabei. Wir haben hier unser Bett, die Küche, Dusche, Herd und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und ja, manchmal ist halt weniger mehr. Wir haben hier wirklich alles, was wir brauchen. Wir haben den Van ja auch wirklich nach unseren Bedürfnissen und Wünschen ausgebaut. Also genau so, wie wir es gerne brauchen und hätten. Und ja, es ist einfach ein super heimeliges, kuscheliges, gemütliches Feeling hier drin. Und ja, es ist mit nichts zu vergleichen, finde ich. Das ist irgendwie was ganz, ganz Besonderes.